In welcher Technologie soll ich einen Pool wählen? Die folgenden Optionen für den Bau eines Pools stehen auf dem Markt zur Verfügung. Am Anfang stehen die aufblasbaren und Aufstellpools. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du überhaupt einen Swimmingpool haben willst, dann kannst du diese Option zu Beginn in Erwägung ziehen. Erinnere dich jedoch an einige wichtige Aspekte dieser Art von Pools. Aufblasbare Becken sind instabil und sehen nicht professionell aus. Sie schmücken den Garten nicht. Sie verfügen über keine stabile Konstruktion. Und kaum jemand kann sie richtig aufstellen. Durch die Dehnung des Beckenbodens entstehen Unebenheiten. Wenn der Boden des Pools nicht flach ist, ist die Nutzung eines Poolsaugers unmöglich. Wenn du ihn daraufhin nicht reinigen kannst, gießt du das zuvor erwärmte Wasser aus dem Pool und füllst dann frisches, kaltes Wasser rein. Das wiederholt sich mehrmals in der Saison. Ein weiterer Schwachpunkt ist das Filtersystem, basierend auf einem Saugschlauch und einer Kartuschenfilter. Das heißt, ein Paphia-Filter, der nicht in der Lage ist, das Schwimmbecken auf professionelle Weise zu säubern. Anstelle von Treppen, dank denen du sicher in den Pool einsteigen und ihn verlassen kannst, gibt es eine nicht stabile Leiter. Es gibt auch keine Plätze im Pool in Form von Sitzflächen oder Liegen zum Entspannen. Beim Kauf und Betrieb von aufblasbaren und Aufstellbecken kannst du sehr oft auf eine nicht ausreichende Beratung treffen. Nur ein attraktiver Preis ist ein Plus. Die zweite Art sind Stahlwandbecken, erhältlich in drei Formen als Kreis, Oval oder achtförmig. Diese Art von Pools hat keine Treppen. Ein Aus- und Einstieg ist nur mit einer Leiter möglich. Ebenfalls wirst du nicht auf Sitzflächen oder Liegen entspannen können, weil sie ganz einfach nicht existieren. Der Nachteil ist auch die Folie, mit dem der Pool ausgelegt werden muss. Selten ist der Pool damit ausgelegt, was dazu führt, dass Falten im Pool sichtbar sind. Und dadurch sind sie auch schwerer zu reinigen. Ein exaktes Absaugen der welligen Bodenwellen ist praktisch unmöglich. Der gerade Winkel zwischen den Wänden und dem Boden des Pools kann bei gefrorenem Wasser, was sich ausdehnt, die Poolwände beschädigen und dadurch undicht werden. Die Notwendigkeit, Stützmauern zu errichten, erhöht die Kosten der Installation eines solchen Pools. Zusätzliche technische Komplikationen treten bei achtförmigen Becken auf. Die Montage von Stahlwandbecken ist nur an warmen und sonnigen Tagen möglich, da die Folie, mit der der Pool ausgelegt werden soll, über eine entsprechende Temperatur verfügen muss. Die dritte Art sind Polypropylenbecken. Schwimmbecken aus Polypropylenplatten werden vom BSW, dem Bundesverband für Schwimm- und Wellness, nicht unterstützt. Der Pool besteht aus zusammengeschweißten Polypropylenplatten. Schweißnähte und Verbindungen sind stark sichtbar. Die Beckenwände sind sehr flexibel und haben eine Dicke von 0,6 bis 1,5 cm. Hinter den Wänden befinden sich Verstärkungen in Form von Federn. Diese Verstärkungen werden nach dem Füllen des Pools sichtbar, was durch einen hohen Wasserdruck auf den Wänden verursacht wird. Polypropylenbecken sind schwer zu montieren, vor allem das Verfüllen der Seitenwände, die sehr flexibel sind und in der Mitte des Beckens wölben. Monolithische Betonbecken aus Fertigbetonblöcken sind die vierte Bauart von Schwimmbädern. Es ermöglicht dir, einen Pool von beliebiger Form und Größe zu erstellen, nur durch deine Vorstellungskraft begrenzt. Möchtest du einen sternförmigen Pool haben? Kein Problem. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen solchen Pool fertigzustellen. PVC-Folie, Keramik- und Mosaikfliesen, Polyurea-Spray, Fahrbahnstich. Denk daran, dass ein Becken aus Ziegelsteinen, Betonblöcken nicht zu 100% dicht ist.
Daher ist die Verarbeitung des Pools nur auf die Auskleidung mit PVC-Folie beschränkt. Wenn du jedoch ein Becken aus Beton ausgießen möchtest, überprüfe vor der Fertigstellung des Beckens die Dichtheit. Dazu einfach das Becken mit Wasser auffüllen und etwa 3 Wochen stehen lassen. Wissenswertes über Betonbecken. Sie sind die teuersten und erfordern Baugenehmigungen, sind aber dafür die langlebigsten Pools. Wenn sie ordnungsgemäß verwendet werden, dienen sie viele Jahre lang. Sie sind auch teuer in der Ausführung. Zum Beispiel die Auskleidung eines Betonbeckens mit Folie von 50 bis 100 Euro pro Quadratmeter und mit Mosaiksteinen von 100 bis 400 Euro pro Quadratmeter. Die Technologie, mit der das Innere des Pools fertiggestellt wird, wird seine Qualität bestimmen. Beispielsweise ist die eingelegte Folie komplett dicht, aber an den Verbindungsstellen sind Schweißnähten sichtbar. Die letzte und fünfte Art von Becken sind Polyesterbecken, auch als GFK bekannt. Diese Technologie ist von BSW, dem Bundesverband Schwimmbad und Wellness, zugelassen. Die Produkte der Pools Factory Group verfügen über ein Sicherheitszertifikat und regelmäßige Produktionsüberwachung, ausgestellt von der international anerkannten und unabhängigen TÜV Rheinland-Zertifizierungsstelle. Die Nummer unseres Zertifikates erscheint in unterem Bereich und kann unter dem angegebenen Link überprüft werden. Die Konstruktion eines solchen Pools ist Monolith, der in Beckenform mit bereits eingebauten notwendigen Elementen zu Ihnen geliefert wird. Es ist ein Pool hergestellt aus dem gleichen Material wie ein kleines Flugzeug. Die Laminiertechnologie macht sie zu einem der langlebigsten Pools auf dem Markt. GFK wird unter anderem bei der Herstellung von Booten, Yachten und genau den kleinen Flugzeugen benutzt. Eine spezielle Konstruktion mit runden Winkeln an den Ecken, wo sich Wände und Boden des Beckens verbinden, verhindert, dass Wasser, was im Winter gefriert, dort keine Spannung bilden kann. Das sind nicht die einzigen Vorteile von GFK-Pools. Es gibt hier keine scharfen Kanten. Es gibt viele Modelle und Größen auf dem Markt. Und sie können zu jeder Zeit des Jahres schnell und einfach installiert werden. Eine Baugenehmigung ist dabei auch nicht notwendig. Ist der Pool im Teil des Gartens nicht mehr gewünscht? Kein Problem. Zu jeder Zeit kannst du den Pool ausgraben und noch woanders verwenden, da er nicht dauerhaft mit dem Boden verbunden ist. Der Polyesterpool ist auch leicht zu reinigen. Dank der glatten Oberfläche kannst du leicht Verunreinigungen entfernen. Du kannst einen Pool in einer beliebigen Farbe aus der RAL-Palette bestellen. Du kannst die Beschichtung auch erneuern und dabei beliebige Elemente installieren. Solche Becken sind schon werkseitig mit einer Polyurethanschaumschicht isoliert. Du findest keine günstigere Variante eines Einbaubeckens als einen GFK-Pool. In welcher Technologie werden die GFK-Pools produziert? Die Pools der Pool Factory Group Produktion sind Produkte höchster Qualität, die auf unseren neuesten Graco-Maschinen und aus den ausgezeichneten Materialien der Firma Ashland basieren. Die Materialien, die wir verwenden, verfügen über entsprechende Zertifikate, die ihre höchste Qualität garantieren, die auch auf der ganzen Welt in vielen Branchen zugelassen sind, einschließlich der Lebensmittelbranche. Die verwendeten Produkte sind zu 100% sicher für die Menschen. Aus den gleichen Komponenten entstehen zum Beispiel Wassertanks, Fischteiche, Yachten und Flugzeuge. Das Geheimnis der Qualität unserer Produkte ist der Gale Coat. Die Gale Coat Beschichtung macht fast 60% der Qualität des Endproduktes aus. Gale Coat ist ein modifiziertes Polyesterharz mit Additiven. Gale Coat ist für die Ästhetik des Produktes sowohl zum Zeitpunkt des Kaufs als auch während seiner Verwendung zuständig.
Die Beständigkeit des Gelcoats gegenüber Alterung, atmosphärischen und aggressiven Bedingungen, Kratzern, Stößen und anderen mechanischen Beschädigungen bestimmt die Haltbarkeit des Produkts. Detaillierte Informationen über den von uns verwendeten Gelcoat findest du auf unserer Homepage. Das gleichmäßige Auftragen des Gelcoats ist nur dank der erstklassigen Spezialmaschinen möglich, in die unser Unternehmen investiert hat. Eine weitere Schicht unter dem Gelcoat ist Isophthalharz, das auf einer dünnen Glasmatte liegt und zusätzlich gegen das Eindringen von Wasser in das Becken schützt. Jeder dieser Beschichtungen liegt auf einer Konstruktionsschicht, die bessere Eigenschaften als Metall aufweist. Es besteht aus einem hochwertigen Konstruktionsharz, das in Kombination mit einer Glasmatte eine sensationelle Wirkung entfaltet und den Pool stabil und langlebig macht. Im Gegensatz dazu kann das Glas in Form einer Matte, eines Glasgewebes oder eines Faserbündels vorliegen, das mit einem Harz und einem Härter aufgesprüht wird. Das wird als sogenannte Rowing-Technologie bezeichnet. Der deutsche Branchenführer ist in dieser Technologie die Firma Wolfangel, dessen Maschinen wir für die Herstellung unserer Produkte auch verwenden, um auf eine hundertprozentige Qualität zu setzen. Pools Factory Group Pools gehören zu den langlebigsten Laminatpools der Welt. Das verdanken wir auch der Verwendung von Carbon-Armid-Matten, auch Carbon-Kevlar genannt. Als einer der ersten auf dem Markt haben wir diese Technologie in die Produktion unserer Pools eingeführt. Kohlenstofffasern sind sogar 5-mal stärker als Stahl und Aramidfasern werden bei der Herstellung von kugelsicheren Westen verwendet. Starpool Pools sind mit Carbon-Armid-Matten an den kritischen Stellen verstärkt und bei Exklusivpools sind die Becken komplett abgedeckt. Verfärbt sich der Gelcoat unter dem Einfluss von UV-Strahlen? Ashland Gelcoats, die wir für die Herstellung von Schwimmbädern verwenden, sind resistent gegen UV-Strahlen. Wenn Sie den Pool laut Vorgaben verwenden, ist er keiner Verfärbung ausgesetzt. Denken Sie daran, dass der Pool immer mit Wasser gefüllt werden sollte. Was sind die Vorteile eines GFK-Pools? Polyesterbecken haben viele Vorteile. Vor allem ist es die einfachste und günstigste Methode, den Swimmingpool zu bauen. Sie sind so langlebig wie Beton- und Stahlbecken. Sie sind außerdem leicht zu pflegen und die glatte Beschichtung des Pools erleichtert die Reinigung. Verschiedene Farben und Formen von Becken stehen zur Verfügung. Die Pool-Installationszeit liegt bei ca. 5 Tagen. Welche Poolfarben stehen zur Verfügung? Standardmäßig produzieren wir in allen Produktgruppen unserer Schwimmbecken in Blau. Starpool und Exklusivpools Becken sind auch in Weiß erhältlich. Du kannst jedoch jede Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis auswählen. Wir können auch andere Wünsche erfüllen und gegen Aufpreis können wir ein Becken in allen Farben, zum Beispiel Nationalfarben, herstellen oder beliebige Grafiken, zum Beispiel ein Familienfoto oder ein Landschaftsfoto, in Becken anbringen. Nur deine eigene Vorstellungskraft kann dich hier einschränken.